Unser Thema heute Nachmittag: Gott will alle. Gott will alle. Die sagenhafte Reichweite des Evangeliums. Und wir setzen fort mit weiteren Texten aus dem Lukas-Evangelium. Allerdings dieser Mann, den Sie dort sehen, der steht nicht im Lukas-Evangelium. Ich weiß nicht, ob Sie ihn erkennen, Richard Dawkins. Richard Dawkins erzählt sicherlich zu den bekanntesten und aggressivsten Atheisten in Europa zurzeit. Dawkins lebt in England. Er ist der Autor von Millionenbestsellern wie Das egoistische Gen oder Der Gotteswahn. Und er war auch ein Schirmherr dieser Buskampagne mit dem Slogan: Es gibt wohl keinen Gott, also hör auf, dir Sorgen zu machen und genieße dein Leben. Von ihm gibt es auch die Veröffentlichung Die Schöpfungslüge, warum Darwin recht hat. Und darin sagt er, in einem Universum mit blinden physikalischen Kräften und genetischer Verdopplung werden manche Menschen verletzt, andere haben Glück und man wird darin weder Sinn und Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Die DNA, also unsere Erbinformation, weiß nichts und sorgt sich um nichts. Die DNA ist einfach da und wir tanzen nach ihrer Musik. In diesem Monat nun verbreitete die Studiengemeinschaft Wort und Wissen die Information, dass einer der früheren Mitarbeiter von Richard Dawkins, der eine Zeit lang als seine rechte Hand galt, Christ geworden sei. Vielleicht haben Sie davon gehört, es ist jener Josh Timonen, dem Richard Dawkins dieses Buch, aus dem ich eben zitiert habe, gewidmet hatte. Die englische Version davon lautete The Greatest Show on Earth, The Evidence for Evolution. Also die größte Show, die es auf der Erde bisher gegeben hat, die Evidenz für Evolution. Dieses Buch hatte er diesem Josh Timonen, also T-I-M-O-N-E, N-E-N gewidmet. Timonen oder Timonen, wie immer man ihn ausspricht, hat an vielen Aktionen Dawkins mitgewirkt, als Betreiber seiner Website, als Kameramann und als Macher von Filmen wie The Four Horsemen. Das ist ein ziemlich verbreitetes Video, das eine Diskussion der vier damals führenden Atheisten enthält. Und jetzt diese Meldung: Josh Timonen hat sich dem christlichen Glauben zugewandt. Wie geschah das? Nun, Timonen, ursprünglich aus einem christlichen Elternhaus gekommen, hatte sich dann unter anderem durch Bücher von Dawkins zum Atheismus gewissermaßen hingekehrt und sein Weltbild bekam Risse, ausgerechnet im Jahr 2020 im Zusammenhang mit den staatlich verordneten Corona-Maßnahmen. Die Duldung und Akzeptanz des Bösen durch viele auch seiner Freunde macht ihn betroffen, führte ihn zu einer gewissen Entfremdung von seinem sozialen Umfeld und er suchte zunächst irgendwie Gemeinschaft. Wo finde ich eine soziale Gemeinschaft, die sich dem nicht ergibt? Und dabei fand er Christen. Und er ging erstmal nur dorthin, weil er Leute suchte. Und die haben natürlich ihm nahegelegt, das Neue Testament gründlich zu lesen. Und das tat Josh Timonen und dort begegnete er dem, von dem das Neue Testament im Zentrum redet, Christus, und er wurde immer mehr davon überzeugt, dass Jesus wirklich gelebt hat, am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und er bezeichnet im Nachhinein das als die große Wende für ihn und seine Frau. Es werden noch nicht alle Fragen aus seiner atheistischen Zeit beantwortet, aber er sei doch sicher, dass dies die Wahrheit sei und dass man der Bibel vertrauen könnte. Wir fragen, wie ist so etwas möglich? Und wahrscheinlich haben Sie jetzt einige Ihrer Bekannten oder Freunde vor Augen, bei denen Sie auch denken, der wird sich nie bekehren, der ist so weit weg. Und wenn wir wissen wollen, wie das geschieht, dass Menschen zu Jesus finden, dann müssen wir diese Texte studieren, mit denen Bruder Driediger heute schon begonnen hat. Und wir wollen jetzt fortsetzen mit zwei Begebenheiten aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und ich sah mich doch gedrängt, dafür eben diesen Titel zu wählen: Gott will alle, die sagenhafte Reichweite des Evangeliums. Jesus hatte ja gesagt am Ende von Matthäus Evangelium: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern, macht zu Jüngern alle Völker.
Und Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will alle. Und dazu werden wir jetzt zwei Biografien ansehen. Das heißt, jeweils das Schicksalskapitel dieser beiden Lebensgeschichten. Die eine spielt sich im oberen Viertel der sozialen Skala ab und die andere wird uns ganz nach unten führen. Gott will alle. Das ist auch der Titel eines ziemlich bekannten Liedes von Theo Lehmann. Pfarrer Theo Lehmann, der große Evangelist aus der ehemaligen DDR, er lebt inzwischen in einem Seniorenheim. Der hat bis ins Alter gern mit Postkarten kommuniziert. Also ist ja inzwischen was ganz Besonderes, also so richtig mit Postkarten, mit Briefmarken drauf und so weiter. Und diese Postkarten, wenn eine Postkarte von Theo Lehmann kam, erkannte man das an einem ganz markanten Zeichen, nämlich an einem großen Logo, das alle seine Postkarten zierte. Und dieses Logo trug in dicken Lettern das Motto, Gott will alle. Gott will alle. Und vor Jahren hat er dazu ein Lied mit dem gleichen Titel gedichtet, in dem er deutlich macht, auf seine sehr zupackende Art, dass wirklich alle, alle bedeutet. Hören Sie mal, kein Mensch ist Gott zu gut, zu schlecht. Wer zu ihm kommt, der ist ihm recht. Gott will alle. Und dann werden die aufgeführt. Punker, die sich eine Ratte halten, Pfarrer, die treu ihr Amt verwalten, Gruftis, die in den Grüften sitzen, Kellner, die für die Gäste flitzen. Gott will alle. Schwache, die immer nur versagen, Starke, die auch Kritik vertragen, Alte, die vor dem Sterben zittern, Kranke, die nicht durch Leid verbittern, Frauen, die sich für Geld verkaufen, Männer, die ihr Gehalt versaufen, Eltern, die ihre Kinder hauen, Kinder, die sich ein Luftschloss bauen, Redner, die Sand ins Auge streuen, Sünder, die ihre Schuld bereuen, Ladies, die teure Kleider tragen, Sucher, die nach der Wahrheit fragen, Penner, die unter Brücken hausen, Playboys, die durch die Gegend brausen, Mädchen, die Kinder abgetrieben, Mütter, die ihre Kinder lieben, Rocker, die in der Clique kleben, leben, so Rocker, die in der Clique leben. Jetzt könnte man sagen, Youngster, die sich an Brücken kleben, das gab es damals noch nicht. Also Theo Lehmann schreibt das ein bisschen anders, ja. Christen, die Gott die Ehre geben, Reiche, die nur an Luxus denken, Arme, die das letzte Hemd verschenken. Gott will alle. So ist das gemeint. Die Reichweite des Evangeliums kennt keine Grenzen, sie ist nicht beschränkt auf hygienische Kirchenräume. Und interessanterweise finden die beiden Gespräche, die wir uns im Laufe des Nachmittags anschauen werden, auf der Straße statt. Jesus war auch ein Straßenevangelist. Und nachdem die Texte schon längst rausgesucht waren, habe ich bei Wilhelm Busch ein Buch gefunden, das ausgerechnet diese beiden Gespräche auch kommentiert. Und er hat dieses Buch herausgegeben unter dem Titel »Die belebte Straße«. Und hören Sie mal, wie Wilhelm Busch sein Vorwort beginnt. Wer das Neue Testament aufmerksam liest, der wird entdecken, dass viele der dort erzählten Begebenheiten sich auf der Straße abgespielt haben. Wo der Herr Jesus hinkam, belebten sich die Straßen. Auch die in diesem Band besprochenen Geschichten haben sich auf den Straßen des Landes ereignet. Still und heimlich geht der auferstandene Herr auch durch die Straßen unseres Landes. Durch laute Straßen der Großstädte und über stille Feldwege. Und auch heute laufen Menschenkinder auf 1000 Straßen zu Jesus. Und in dem Sinne gehen wir jetzt gemeinsam auf die Straße, um herauszufinden, wie Jesus evangelisiert hat. Und dort auf der Straße, schlagen Sie bitte Lukas 18 auf, da wimmelt es von Kindern, die mit ihren Eltern unterwegs waren. Lukas 18, Vers 15 bis 17, sie brachten kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie an, aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und dann stürzt ein junger Mann auf ihn zu, Vers 18, und es fragt ihn ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Hier steht nicht, wo dieser Mann herkommt. Im Paralleltext in Matthäus 19, Vers 16 lesen wir, einer trat an ihn heran, also der kommt irgendwie auf Jesus zu, als er ihn da stehen sieht. Tja, und dann entwickelt sich ein Gespräch und hören wir in dieses Gespräch hinein. Vers 19. Jesus aber sprach zu ihm, der hatte ja gesagt, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten, von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach.
Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und diese erste Begegnung überschreiben wir mit dem Titel, ein Juppie wird ernsthaft. Sie haben Ihren Begleitzettel schon lange gefunden. Ein Juppie wird ernsthaft. Da haben Sie nochmal ein Bild, Dawkins gemeinsam mit Timonen. Und das ist jetzt, wo er in einem Interview sich zu seiner Bekehrung geäußert hat. Ein Juppie wird ernsthaft. Sollte einer nicht wissen, was ein Juppie ist, dann muss er sich nur diesen Typen hier in unserem Text anschauen. Und Juppie heißt übersetzt natürlich Young Urban Professional. Das heißt, ein junger städtischer Erwachsener, der gehört zur oberen Mittelschicht, karrierebewusst, statusbewusst. Heute würde man sagen, er trägt Bossanzüge und Armani-Schuhe. Und unser Mann hier, der verkörpert die religiöse Variante des Juppies, also als Oberer, wie hier steht, war er wahrscheinlich Mitglied des Hohen Rates, also der führenden sowohl politischen als auch religiösen Behörde der Juden. Er hatte früh Karriere gemacht. Von Matthäus erfahren wir, dass er jung ist, Matthäus 19, 22. Und Markus fügt hinzu, dass er auch noch reich war, Markus 10, Vers 22. Das haben Sie alles auf Ihrem Zettel, auf Ihrem Begleitzettel so vermerkt. Okay, und schauen Sie sich diesen jungen Mann an. Ich würde sagen, Schwiegermütter, macht die Augen auf. Und angekommen bei Jesus, da rückt er nun schnell mit seiner Frage heraus, über die Jesus sich bestimmt gefreut hat. Es ist die wichtigste Frage, die man stellen kann. Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das ist die richtige Frage, das ist unser erster Punkt, die richtige Frage. Es ist ein Zeichen von Dekadenz und Begrenztheit, wenn einer diese Frage nicht stellt. Weil der sich damit abgefunden hat, dass das Leben hier auf dieser Erde irgendwie nach ein paar Jahrzehnten ohnehin vorbei ist. Kommt nichts mehr. Aber dieser Juppie ist ernsthaft. Er will es wissen. Er verliert sich nicht in vordergründigen Genuss seines Reichtums. Er verabsolutiert auch nicht den Augenblick, sondern er macht sich gründlich Gedanken über die weitere Zukunft. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Er zeigt Eifer. Er hat Respekt und eine gewisse Ehrfurcht vor Jesus. In Markus 10 lesen wir, dass er vor ihm auf die Knie fällt. Er zeigt sich lernbereit. Was soll ich tun? Und er fragt genau an der richtigen Stelle nach, nämlich bei Jesus. Und er weiß, auf keinen Fall darf ich das ewige Leben verpassen. Die Nähe zu Gott, sein Schutz vor der Hölle, Anteil habe an seiner Gemeinschaft. Und dieser Juppie verschiebt die Klärung dieser Frage auch nicht auf das Rentenalter. Anders als der britische Komiker Ian Cognito, der 2019 im Alter von 60 Jahren mitten auf der Bühne starb in der Stadt Bicester. BBC berichtete damals, Ian Cognito soll kurz vorher noch Scherze über seine Gesundheit gemacht haben. Auf der Bühne, da sagt er, stellt euch vor, ich wäre hier vor euch gestorben. Wenige Minuten später setzt sich der 60-Jährige auf seinen Stuhl, beginnt schwer zu atmen. Die Zuschauer gingen davon aus, dass diese Szene zu seinem Programm gehört. Jeder im Publikum, so sagte der Moderator, mich eingeschlossen, dachte, er würde scherzen. Selbst als ich auf die Bühne gegangen bin und seinen Arm berührt habe, dachte ich, er würde gleich Buh rufen. Als klar wurde, dass etwas nicht stimmte, eilen zwei Krankenschwestern und ein Polizist, die zufällig im Publikum saßen, auf die Bühne. Sie sollen versucht haben, den Comedian wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Unser Juppie hat die Frage ernst genommen. Er hat irgendwie verstanden, dass der Tod doch eine reale Bedrohung für den Menschen ist. Und dass es andererseits ein ewiges Leben gibt. Und ich sage Ihnen, die meisten unserer Zeitgenossen ahnen das auch und haben auch irgendwie im Stillen diese Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Nicht alle, aber viele. Und unser Text ist das muss man auch mal festhalten, ist ein schlagender Beweis dafür, dass die emergente Theologie mit ihrer totalen Verdiesseitigung nicht recht hat. Also viele sogenannte emergente Theologen sagen ja, das Reich Gottes soll vor allem in dieser Welt gebaut werden durch die Verbesserung der Lebensbedingungen. Es geht gar nicht primär um die Rettung für die Ewigkeit, schon gar nicht um die Rettung aus der Hölle.
Aber die Bibel zeigt, nein, es geht um die Ewigkeit. Und hier haben wir diese Formulierung alle ganz dicht beieinander. In das Reich Gottes kommen, Vers 24 und 25, ist gleichbedeutend mit das ewige Leben ererben, Vers 18, ist gleichbedeutend mit gerettet werden, Vers 26. Also das sind alles Synonyme. Ins Reich Gottes kommen, das ewige Leben ererben, gerettet werden. Nur verschiedene Begriffe für ein und dieselbe Sache. Und darum muss er es jetzt wissen. Und der Juppi packt die Gelegenheit beim Schopf, als Jesus in der Nähe ist, von dem er hier eine besondere Kompetenz erwartet. Das war klug. An dieser Stelle müssen wir uns eines klar machen, dass wir unsere Evangelisation nicht eins zu eins mit der Evangelisation von Jesus gleichsetzen können. Das ist auch wichtig, bei allem, was wir lernen. Wir werden sicherlich in der Q&A-Session heute Abend nochmal darauf zurückkommen. Und ich will hier mindestens zwei Gründe dafür nennen, warum wir unsere Evangelisation doch deutlich von der Jesu unterscheiden müssen. Zum einen, wir haben nicht Jesu Vollmacht. Jesus hat ja sein Gegenüber total durchschaut. Er wusste, was die Leute dachten. Das wissen wir nicht. Johannes 2, Jesus wusste, was im Menschen ist. Dieses Wissen gewissermaßen steht uns nicht zur Verfügung. Das ist das eine. Und das andere, als Jesus auf Erden evangelisierte, als Jesus die Menschen zur Bekehrung ruft, da war das Evangelium ja noch gar nicht abgeschlossen. Jesus stand ja kurz davor, es abzuschließen. Unmittelbar vor unserem Text haben wir die dritte Leidensankündigung, also die dritte Ankündigung des Kreuzes und der Auferstehung. Aber zu dem Zeitpunkt, als Jesus diese Gespräche führt, war das Evangelium, wenn Sie ja so wollen, noch gar nicht fertig. Wir befinden uns in den Evangelien in diesem kurzen Interim, in dieser kurzen Zeitspanne zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und dennoch hat der Herr Jesus seinen Nachfolgern versprochen, in Johannes 14, Vers 12, dass sie größere Dinge tun würden als er. Sind Sie schon mal über diese Formulierung gestolpert? Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, er wird noch größere als diese tun. Was ist damit gemeint? Es können nicht größere Heilungswunder gemeint sein, denn nur Jesus konnte etwa Tote auferwecken. Es gibt keine Totenauferweckung durch Jünger im Neuen Testament. Nein, Jesus sagt damit, dass durch ihren Dienst und durch unseren Dienst mehr Menschen zum echten Glauben durchdringen werden als zu Jesu Erdenzeiten. Das ist uns verheißen. Aber interessant, wie Jesus jetzt reagiert. Wie Jesus diesem Mann hilft, seine geistliche Situation richtig einzuordnen, und Bruder Driediger hat das heute auch schon gesagt, das ist eine ganz entscheidende Aufgabe der Evangelisation, dass wir unserem Gegenüber helfen, zu erkennen und zu verstehen, wie seine persönliche Situation im Licht Gottes bewertet wird. Situationsdeutung, das ist eine zentrale Aufgabe der Evangelisation. Und darum geht Jesus jetzt ran an diesen Mann im Gespräch und stellt ihm zunächst eine Frage, mit der wir so kaum gerechnet hätten. Also der fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus sagt nicht, ich spreche dir ein Gebet vor und sprich mir diese Formel nach. So erlangst du das ewige Leben. Macht er nicht. Sondern Jesus stellt ihm eine Frage. Und diese Rückfrage ist in doppelter Weise kritisch. Und ich kann mir vorstellen, als Jesus ihm das gesagt hat, hat er erstmal zusammengezuckt. Denn diese Frage entlarvt, und das ist das Zweite, seine falsche Selbsteinschätzung. Die falsche Selbsteinschätzung. Und so lautet diese Frage. Vers 19. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Was nennst du mich gut? Du, dein Begriff von gut ist viel zu harmlos, zu schwach, zu mittelmäßig. Gut, sodass es fürs ewige Leben reicht, ist so exklusiv, dass kein sterblicher Mensch dieses Attribut für sich jemals in Anspruch nehmen dürfte. Niemand ist gut als Gott allein. Und darum, junger Freund, offenbart deine Formulierung eine doppelte Fehleinschätzung. Eine Fehleinschätzung über dich und eine Fehleinschätzung über mich. Wenn ich nur ein guter Meister wäre, und er sagt das hier, Didaskale Agathe, also guter Lehrer. Wenn ich nur ein Lehrer wäre, wäre ich nicht wirklich gut. Du täuschst dich in mir und du weißt gar nicht, wen du vor dir hast. Aber du täuschst dich auch in dir, weil du dich hinter deiner demütigen Fassade doch, sagen wir mal ehrlich, für ziemlich gut hältst. Und zum Beweis über seinen Zustand konfrontiert Jesus den Mann jetzt mit den Geboten. Hören Sie Vers 20. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ist Ihnen was aufgefallen?
Diese Beispiele stammen alle aus der zweiten Tafel der Zehn Gebote. Man kann die Zehn Gebote ja in zwei Tafeln einteilen. Die erste Tafel regelt das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, du sollst keinen anderen Götter nehmen, ja. Und das andere, die zweite Tafel, regelt das Verhältnis zwischen den Menschen. Und Jesus zitiert zunächst mal nur Gebote aus der zweiten Tafel. Lass uns erstmal darüber reden. Und wie reagiert der Mann? Die Reaktion ist so naiv wie entlarvend. Vers 21, man glaubt es kaum. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Also seine Worte verraten ein sehr, sehr oberflächliches Verständnis der Gebote. Ein oberflächliches Verständnis seines eigenen Handelns. Also der lebt wirklich in der Illusion, in Gottes Augen ein ziemlich guter Mensch zu sein. Er will ja alles richtig machen. Und dass er alles richtig machen will, zeigt sich auch in der Sicherheitsfrage, ob er möglicherweise noch irgendeine Pflicht übersehen hätte. Deswegen ist es gut, die Texte alle nebeneinander zu lesen. Matthäus schenkt uns noch die Ergänzung, dass er sagt, von meiner Jugend an habe ich das alles erhalten und gehalten, und dass er hinzufügt noch die Frage, was fehlt mir sonst noch? Was fehlt mir sonst noch? Kann ich auch noch halten. Das erinnerte mich so an diesen Möbelpackerspruch. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Ich komme von Hapke und hole das Klavier. Und was bitte darf ich in die andere Hand nehmen? Ja, ich habe die einen Gebote wunderbar gehalten. Und bitteschön, was gibt's noch zu halten? Ja, immer mal her damit. Und wissen Sie, genauso denken viele unserer Zeitgenossen. Das merken wir doch in den Gesprächen. Der Normalbürger rechnet irgendwie mit dem Jenseits und erhält sich durchaus für eintrittsberechtigt. Das wird ihm natürlich vorgegeben von der Literatur. Goethe im Faust sagt, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Das heißt, es ist alles schon auf gutem Wege. Und überlegen Sie mal das bei Goethes Lebenswandel. Alles auf gutem Wege. Und Jesus sagt, nein, niemand ist gut. Und Wilhelm Busch hat das auch zitiert und dann hinterhergefügt, o großer Goethe, deshalb gingst du Jesus aus dem Weg, weil du das nicht hören wolltest. Niemand ist gut. Großer Goethe, das willst du nicht hören. Den Goethe und den Juppie kann scheinbar nichts erschüttern in seiner Selbsttäuschung. Der Goethe und der Juppie, die leben in der Illusion, dass ihr geordnetes äußeres Erscheinungsbild, und da muss man sagen, weil bei dem Juppie das Erscheinungsbild noch wesentlich geordneter als bei Goethe, dass dieses äußere Erscheinungsbild auch dem inneren Zustand seines Herzens entspricht. Ja, nach außen hin hat er sein Leben unter Kontrolle, der junge Mann, kein grober Schnitzer, niemand kann ihm was nachsagen. Aber der Mann hat nur ein sehr oberflächliches, ein sehr formales, ein sehr äußerliches Verständnis der Gebote. Es liegt doch noch gar nicht so lange zurück, dass Jesus in der Bergpredigt gezeigt hatte, dass Gottes Gesetz nicht an der Oberfläche bleibt, sondern eigentlich tief in unser Herz hineindringt. Tief in unser Herz hinein. Du denkst, du hast alles erfüllt, wenn kein Blut an deinen Händen klebt. Aber bei Gott ist schon Hass so schlimm wie Mord, sagt Jesus. In deinem Herzen bist du ein Mörder. Du hältst dich für einen ethischen Ehemann, weil du noch keinen offiziellen Ehebruch begangen hast. Aber vor Gottes heiligem Maßstab ist schon der gierige Blick nach der Frau eines anderen Ehebruch. In deinem Herzen bist du ein Ehebrecher. Du meinst, du seist die perfekte Ehefrau, weil du immer rechtzeitig das Essen auf den Tisch stellst und dir keine Skandale leistest. Aber wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wer zu seinem Mann, zu seiner Frau, zu seinen Kindern, zu seinen Eltern sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und damit sagt Jesus diesem jungen Mann, pass auf, die Dinge sind nicht so harmlos, wie du meinst. Was du für gut hältst, ist in den Augen des heiligen Gottes noch lange nicht gut. Als ernsthafter Jude hätte der Mann das eigentlich wissen müssen. Auch in dem Psalm wird das schon sehr, sehr deutlich gesagt, zum Beispiel. Paulus hat ja in Römer 3 mal so ein Potpourri von Psalmzitaten zusammengestellt. Lesen Sie sich das auf alle Fälle mal durch. Ein Potpourri von Psalmzitaten, die immer wieder das Gleiche unterstreichen, dass der Mensch böse ist in seinem Herzen. Und innerhalb des Alten Testaments hätte dem reichen Jüngling klar sein müssen, dass es vor Gott für ihn nicht reicht.
Das ist also das Zweite, was wir bei ihm finden, eine falsche Selbsteinschätzung, weil er das Verständnis von Gut und Böse einfach nach menschlichem Mittelmaß berechnet und nicht nach Gottes Heiligkeit. Und jetzt schauen Sie, was Jesus macht. Er versucht immer noch, ihn zu gewinnen. Markus gibt uns eine unerhörte Zusatzinformation, Markus 10, 21, da steht doch wirklich, wie reagiert Jesus auf diese moralische Prahlerei? Da steht, er gewann ihn lieb. Unfassbar. Da steht, er gewann ihn lieb, nach diesem Quatsch, den er da gesagt hat. Jesus lacht nicht über seine Naivität, Jesus schimpft nicht über seine Dreistigkeit, sondern Jesus sieht hinter der Fassade dieses Mannes doch einen gewissen Ernst, ein Juppie wird ernsthaft, und auch diese Hilflosigkeit, die sich in dieser fatalen Selbstüberschätzung verbirgt. Und ich muss immer denken, wenn ich das lese, Herr, schenke uns diesen Blick der Liebe und des Erbarmens, den Jesus als Evangelist hat. Und Jesus versucht nochmal alles, um den Mann von seinem hohen Ross runterzuziehen und zur Besinnung zu bringen. Und wie macht Jesus das? Jesus, ganz klassisch, verwendet ein Mittel, was die Bibel durchgängig dafür empfiehlt, um Sünder zu überführen, nämlich das Gesetz. Wie Bruder Drediger schon gesagt hat, sagt nicht, ach, was bist du doch für ein wertvolles Geschöpf und Jesus ist traurig, dass du nicht bei ihm bist und so. Nein, das macht er so nicht. Das Gesetz. Gottes Forderung. Paulus sagt in Römer 7, Vers 7, ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz, außer durch Gottes Forderung. Und in Galater 3, Vers 24, dieses berühmte Wort, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister geworden auf Christus hin. Es hat uns gesagt, wie sehr wir Christus brauchen, Galater 3, 24. Und wissen Sie, warum ist dieses Gesetz so wirksam? Warum ist dieses Gesetz so erschütternd? Nicht, weil es so ein strenges, abstraktes Regelwerk wäre, vor dem man sich fürchtet. Mit einem Regelwerk kann man heuchlerisch tricksen. Nein, sondern weil das Gesetz ein Widerschein der Heiligkeit Gottes ist. Und Gottes Gesetze sind wie brennende Sonnenstrahlen, wenn Sie so wollen, die aus dem Herzen der Sonnenglut kommen. Und deswegen beginnen ja die 10 Gebote auch mit der Selbstvorstellung Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Und deshalb wird es jetzt Zeit, von der zweiten Tafel zur ersten Tafel zu kommen. Vom Verhältnis zu den Menschen zum Verhältnis zu Gott. Und mit dem nächsten Satz, das sehen Sie, zielt Jesus mitten in das Herz dieses Mannes und antwortet auf dessen falsche Selbsteinschätzung mit einer entlarvenden Forderung. Die entlarvende Forderung, das ist das Dritte, Vers 22. Als Jesus das hörte, also dass der sagte, habe ich alles gehalten, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Wir würden sagen, Jesus trifft genau auf die 12. Ja, wie ein Chirurg legt er das Herz dieses Mannes frei mit einem einzigen schnellen Schnitt. Und er zeigt diesem Juppie die Wahrheit über sich selbst, die der bis dahin erfolgreich verdrängt hat. Und die Wahrheit über den Juppie lautet, er ist ein Götzendiener. Er ist ein Götzendiener. Und sein Götze ist sein materieller Besitz. Das sehen wir am nächsten Vers, Vers 23. Aber als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Vor diese Entscheidung gestellt, Jesus oder Götze, ewiges Leben oder aktueller Reichtum, weiß er, wofür er sich zu entscheiden hat. Wissen Sie, diese Frage nach dem Geld war ja nur wie ein Kontrastmittel, das Jesus so in sein Herz reingespritzt hat. Nur wie ein Kontrastmittel, um den Zustand deutlich zu machen. Also wir wissen von anderen Bekehrten, die ihren Besitz ruhig behalten konnten. Denken wir etwa an Lydia, die Geschäftsfrau, die wird auch nicht so ganz arm gewesen sein. Aber mit der hatte Gott einen anderen Plan. Der hat ja nicht gesagt, gib dein Geschäft gleich auf. Ihre Gefährdung lag dann wahrscheinlich woanders. Aber was kann nicht alles für uns zum Götzen werden? Nicht nur das Geld. Bei dem einen ist es ein guter Ruf, den er auf keinen Fall verlieren will. Oder sein akademischer Ehrgeiz, den er um keinen Preis aufgeben will. Oder sein ungestörtes Familienleben. Und wenn Jesus da Unruhe reinbringt, dann muss Jesus eben draußen bleiben. Oder die Affäre mit einer Nichtchristin, die er nicht aufgeben will. Oder seine Karriere, die er nicht aufgeben will. Oder sein Wunsch, von allen geliebt zu werden. Oder auch sein beschauliches Spießbürgertum, aus dem er sich nicht aufschrecken lassen will. Es gibt so viele Götzen.
Und deswegen fügt Jesus hier noch eine Erklärung hinzu, was es bedeutet, sich zu Gott zu bekehren. Darin ist eingeschlossen Vers 22. Er sagt ja, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Was heißt nachfolgen? Nachfolgen heißt, dass ich mich der Herrschaft Jesu freiwillig unterstelle. Dass ich mein Leben an Jesus ausliefere. Dass ich sage, Jesus, du sollst von jetzt an über mein Leben bestimmen. Und dieser innige Wunsch, Gottes Willen zu erkennen, ist eine typische Lebensäußerung des neuen Christen. Dieser innige Wunsch, den Willen Gottes für mein Leben zu erkennen. Dann ist immer noch ein Kampf, den zu tun. Aber ich will ihn tun. Wenigstens das. Folgen, Leben mit Jesus heißt folgen. Die eigenen Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, kommen, wir wollen ihm folgen. Sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Willst du was mitsingen? Diese Nachfolge, das ist nicht eine, das muss man richtig verstehen, das ist nicht eine Zusatzforderung zum Glauben, sondern die logische Konsequenz des Glaubens. Also wer Jesus in sein Lebenshaus hineinlässt, der gibt ihm auch den Zentralschlüssel. Was Jesus hier dem reichen Jüngling deutlich macht, hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun. Also Werkgerechtigkeit heißt Erlösung gegen Leistung. Werkgerechtigkeit war die Sache des jungen Mannes. Dieser Juppie, der meinte eben, durch seinen religiösen Lebenswandel Gottes Forderung ausreichend zu erfüllen, der war der Werkgerechtigkeitsfanatiker, ja? Und er wäre ja durchaus bereit gewesen, haben wir ja gesehen, noch die ein oder andere Ergänzung nachzuliefern, noch ein bisschen strenger, noch ein, zwei, drei weitere Gesetze, das schaffe ich auch noch ein bisschen mehr spenden, noch ein paar Stunden länger Gemeindehaus putzen, noch ein bisschen häufiger dies und jenes tun. Aber Jesus zieht ihm den Teppich seiner Religion unter den Füßen weg und überführt ihn des Götzendienstes. Was bleibt ihm dann noch? Alles zugeben und um Hilfe rufen. So wie der Zöllner aus dem Gleichnis im selben Kapitel, Vers 13. Der Zöllner aber stand ferne, wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Das bleibt ihm. Oder zu schreien wie die Kinder aus demselben Kapitel. Wahrlich, ich sage euch, wenn ich das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, wer es sich schenken lässt. Wissen Sie, die Rettung, die Nachfolge gibt's nur geschenkt. Nur geschenkt. Weil alles Selbstgemachte viel zu schlecht ist. Und eigentlich hatte der Juppie das in seiner Ausgangsfrage schon gut gesagt. Ist Ihnen diese Formulierung aufgefallen? Er hat gesagt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Erbe ist immer geschenkt. Das Beste gibt's nur geschenkt. Oder gar nicht. Weil Gottes Maßstab für Gut so hoch ist, dass den eben nur Gott erfüllen kann. Und darum konnte eben auch nur Gottes vollkommener Sohn das vollkommene Sühnopfer sein. Weil nur Gottes Sohn Gottes Maßstab entsprechen kann, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und was wäre jetzt diesem reichen Jüngling geblieben? Nur eine Chance. Er müsste die weiße Fahne hissen. Die Fahne der Kapitulation. Das ist die einzige Chance, die wir vor Gott haben. Ich habe mich informiert, seit der Haager Landkriegsordnung von 1899 ist ein Parlamentär, der eine Kapitulation anbietet, völkerrechtlich geschützt. Also wenn Sie als Parlamentär irgendwo hinkommen, die weiße Fahne hissen, dann darf man sie nicht abknallen. Völkerrechtlich geschützt. Man könnte sagen, nicht seit der Haager Landkriegsordnung, aber seit dem Kreuz von Golgatha ist ein Sünder, der seine Kapitulation anbietet, gottesrechtlich geschützt. Und damit man den Parlamentär als solchen erkennt, muss er die weiße Flagge hissen. Die weiße Flagge hissen vor Gott. Das ist unsere einzige Chance, die weiße Flagge der Kapitulation zu hissen. Sonst hilft nichts. Und dazu ist der Juppie nicht bereit. Vers 23, als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Und wir sehen jetzt, was zwischen ihm und Jesus steht. Diese vielen, vielen Güter, die er nicht loslassen will. Und der Jesus wusste schon, warum er das gesagt hatte in Matthäus 6, Vers 24, was auch ein Teil der Bergpredigt ist. Da hatte Jesus gesagt, in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und man möchte diesem Kerl am liebsten zurufen mit Jim Elliot, der ist kein Narr, der hergibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr. Diese vielen Güter kannst du doch sowieso nicht mitnehmen. Und jede Hoffnung, für die du Jesus zurückweist, muss sich in Luft auflösen, egal worauf du anstelle von Jesus hoffst.
Und wissen Sie, das ist doch auffällig. Deswegen packt diesen Juppie noch in dieser Situation die tiefe Traurigkeit. Der ahnt, dass er hier den Fehler seines Lebens macht. Aber statt nach Hilfe zu schreien, Jesus ist ja noch da, geht er trotzig und traurig davon. Und Jesus lässt ihn ziehen. Jesus hat diesem Mann nichts mehr zu sagen. Es ist alles gesagt. Und Gott kann mit der Sünde keinen Kompromiss machen. Und natürlich sind die Jünger, die das mitgekriegt haben, aufgewühlt. Und das sehen wir sofort an der Reaktion. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes, Vers 24. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch eine Nadel ergehe, als ein Reich in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, die das hörten. Und wir wissen aus den anderen Evangelien, dass es die Jünger waren. Wer kann dann selig werden? Er aber sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Und damit kommen wir viertens zu der unmöglichen Möglichkeit. Und das ist so interessant. Die Jünger verstehen sofort, dass sie mit betroffen sind. Sie hätten ja auch sagen können, naja, wenn ein Reicher nicht reinkommt, dann sind wir fein raus, so vermögend sind wir ja nicht. Aber das fragen sie nicht. Das sagen sie nicht. Sondern sie sagen, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Die haben sehr viel verstanden. Können wir nicht selbst ganz schnell dem Götzendienst zum Opfer fallen? Wenn das so schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen, können wir nicht auch selbst noch scheitern? Und was macht Jesus? Jesus gewährt uns keine billige Beruhigung. Hier sagen die, pass mal auf, Leute, für euch ist das kein Problem. Sondern Jesus setzt noch einen drauf. Mit diesem Kurzgleichnis. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Noch leichter. Also, überlegen Sie, ein Kamel durch ein Nadelöhr, das ist die unmögliche Möglichkeit, ja? Das Kamel ist riesengroß, das Nadelöhr ist winzig klein. Die Leute wussten, was ein Nadelöhr ist und sie wussten seit Abrahams Zeiten, was ein Kamel ist. Aber selbst dieses absolut Unmögliche ist immer noch wahrscheinlicher, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Krasser könnte man es nicht zuspitzen. Und selbst, und es geht ja noch weiter, selbst als die Jünger dann ihre entsetzte Frage stellen in Vers 26, ja, wer kann dann überhaupt selig werden, wer kann dann überhaupt gerettet werden, sagt Jesus ganz einfach, bei den Menschen ist es unmöglich. Dieser Götze Geld ist ja nur ein Beispiel für viele. Was immer einer für seinen Reichtum hält, woran immer einer sich klammert, worauf immer einer seine Hoffnung setzt, das wird ihn am Ende in den Abgrund reißen. Denken Sie an die Katastrophe des reichen Kornbauern. Der denkt, er hat alles in Sicherheit und Gott sagt ihm, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das ist auch Lukas 12. Ja, der hatte für sich Schätze gesammelt en masse, aber war arm bei Gott, tödliche Armut. Aber Jesus sagt noch ein Wort, das ist nicht das letzte Wort, bei den Menschen ist es unmöglich, sondern Jesus fügt dann hinzu, aber bei Gott ist es möglich. Und nur bei Gott. Nur Gott kann das, was ihr nicht könnt, nämlich einen Reichen ins Reich Gottes bringen. Und nur Gott kann einem normalen Menschen ewiges Leben schenken. Nur Gott. Und es ist, als ob Lukas das dadurch nochmal unterstreichen würde, dass er in Kapitel 19, das wir morgen sehen, freue ich mich schon drauf, auch ein wunderschöner Text, dass er dann zeigt, wie ein Reicher ins Reich Gottes kommt, nämlich Zachäus. Das ist gewissermaßen die Antwort drauf. Sehen wir aber morgen. Heute sehen wir, wie Petrus plötzlich seine Sprache wiederfindet, Vers 28. Da sprach Petrus und er erinnert sich an den Anfang vor 3 Jahren. Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Der reiche Jüngling macht es nicht, aber Jesus, wir haben das damals gemacht. Und wir hören ja nicht, in welchem Ton Petrus das sagt. Ich habe das bisher immer nur als so eine Forderung gehört, aber nein, das kann auch sehr staunend und dankbar erstmal gemeint sein, nachdem Petrus gehört hat, wie unmöglich es eigentlich ist. Und er stellt fest, Herr, wir haben das. Wir durften das. Wir sind dir ja nachgefolgt. Dann hat doch Gottes Macht schon an uns gewirkt. Und dann hast du uns doch schon losgeeist von der Knechtschaft an diese Welt. Dann sind wir doch schon befreit zur Nachfolge.
Aber vermutlich klingt auch das andere mit. Es könnte sich durchdrungen haben. Aber wie wird es nun weitergehen angesichts der zunehmenden Gefährdung? Angesichts dessen, dass wir jetzt raufgehen nach Jerusalem und sie ahnen ja, dass sich über Jesus gewissermaßen das vordergründig Unheil genannte zusammenbraut. Wir haben es doch abgegeben, Herr, an dich. Aber in Matthäus 19 wird noch ein weiterer Satz von Petrus überliefert. Was wird uns dafür? Wir haben alles verlassen und das hatten sie wirklich. Sie hatten ihre Netze verlassen, ihre Boote, ihr Business, ihr sesshaftes Leben, ihre heimischen Grundstücke. Sie hatten viel aufgegeben. Und jetzt fragt Petrus einfach nach der Perspektive. Und schauen Sie, die Art und Weise, wie Jesus darauf eingeht, zeigt uns, dass wir so fragen dürfen. Jesus weist diese Frage überhaupt nicht ab, sondern er geht liebevoll drauf ein. Er hätte ja auch sagen können, Petrus, bedenk doch mal, was ich verlassen habe. Die Herrlichkeit des Himmels. Die Unangefochtenheit der stets ausgeübten göttlichen Macht. Aber das sagt Jesus nicht. Jesus sieht hinter dieser Frage, ich denke, auch die menschliche Not, auch die Sehnsucht nach Zukunftsgewissheit. Und Jesus reagiert mit einer Verheißung. Und diese Verheißung gehört zu den größten Ermutigungen in der ganzen Bibel. Es ist eigentlich eine Doppelverheißung. Jesus sagt, Petrus, und alle, die ihr das jetzt hört von meinen Leuten, diese Armut, die ihr um meinetwillen erduldet und riskiert, ist eine lohnende Armut. Und das sind die Verse 29 und 30. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und wir kommen bei Markus 10, Vers 30 noch die zusätzliche Information, dass Jesus gesagt hat, der es nicht hundertfach empfange. Und damit haben wir fünftens die lohnende Investition. Jesus sagt, alles, was ihr auf euch genommen habt, um meinetwillen, ist eine lohnende Investition. Und schauen wir hin, den ersten Abschlag, die erste Dividende gibt es schon jetzt in dieser Zeit. Jetzt in dieser Zeit. John MacArthur hat es so zusammengefasst. Er sagt, wer um Jesu Willen alles einsetzt, der wird eine Fülle neuer Väter und Mütter haben, Brüder und Schwestern, mit denen er für immer und ewig in Gottes Familie verbunden ist. Und wo immer er hingeht, wird er Glaubensgeschwister finden. Viele von denen, die er nie vorher gesehen hat. Und durch die ganze Welt wird er Menschen finden, die seine Sorgen teilen, die ihn geistlich ermutigen, die ihm helfen in allen seinen Bedürfnissen, sowohl materiell als auch geistlich. Das ist das Geschenk der Gemeinde. Das ist das Geschenk der Gemeinde. Und Jesus hat das doch selbst erlebt. Sie erinnern sich an die Szene in Markus 3, als plötzlich Maria und seine Halbbrüder da draußen stehen und man sagt, du, da draußen ist deine Familie. Es kamen seine Mutter und seine Brüder, Markus 33, und standen draußen, schickten zu ihm, ließen ihn rufen. Siehe, deine Mutter, deine Brüder, deine Schwester. Und was sagte Jesus? Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihm im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir können so dankbar sein, wenn auch die Glieder unserer eigenen weltlichen Familie Glieder derselben geistlichen Familie sind. Das ist ein großes, großes Geschenk. Und Jesus sagt, und ich gebe euch eine Familie, die nicht zerstört werden kann, egal was euch hier auf dieser Erde widerfährt. Und am Ende, da bekräftigt Jesus das seinen Leuten gegenüber nochmal und sagt, ihr dürft gewiss sein, in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Und damit schließt sich der Kreis. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus sagt, wenn du zu mir gehörst und es wagst, dein Leben mir anzuvertrauen, dann kriegst du von mir das ewige Leben garantiert. Halten wir fest. So hat Jesus also evangelisiert, indem er, wir haben das bei Bruder Dietriger auch schon so vorgestellt bekommen, indem er die Leute konfrontiert. Mit dem heiligen Gott, mit seinem vollkommenen Anspruch, den Gott nicht zurücknehmen kann, weil er Gott ist. Und dabei hat Jesus keine schnellen Ergebnisse versprochen, ja? Kein sogenanntes einfaches Evangelium. Es gab ja mal so eine Parole, wir predigen nur das einfache Evangelium, was immer das sei. Im Gegenteil, also einfach, es geht anders. Ne? Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher sich bekehrt. Das ist nicht einfach.
Bei den Menschen ist es unmöglich. Von wegen einfach. Es ist nicht nur schwer, es ist unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und jede Bekehrung ist ein Wunder. Nicht nur die Bekehrung eines Atheisten, der Richard Dawkins leidenschaftlich unterstützt hat. Jede Bekehrung ist ein Wunder. Und wir sind völlig angewiesen auf den Herrn. Wir, die wir evangelisieren, und genauso unsere lieben Zeitgenossen, denen wir das Evangelium bringen, auch die sind völlig angewiesen auf den Herrn, dass er ihnen das Herz öffnet, dass er ihren Widerstand bricht, dass er sie bereit macht, auf ihn zu hören. Graf von Zinzendorf hat in einem seiner speziellen Lieder, der hat ja teilweise ziemlich spezielle Lieder gedichtet, unsere evangelistische Aufgabe so beschrieben. Da sagt er: Herr Jesu, könnten wir es auf allen Dächern, wir machten alle Heiligen zu Schächern. Ja, also, Herr Jesu, könnten wir es auf allen Dächern, Jesus sagt, wir sollen von den Dächern die Wahrheit verkünden. Und er sagt, Jesus, könnten wir es auf allen Dächern, wir machten alle Heiligen zu Schächern. Und genau das ist die Aufgabe der Evangelisation, Heilige zu Schächern zu machen. Menschen, die sich heilig und ausreichend vor Gott ausgerüstet finden und gut finden, denen zu sagen, dass sie eigentlich wie der Schächer am Kreuz sind. Dass sie nur diese eine Chance haben, alle Hoffnung auf Jesus zu setzen, nach seiner Rettung zu schreien. Und wenige Tage später, das heißt wir schon in wenigen Minuten, werden dann die Jünger einen solchen Hilfeschrei hören.